Herzlich willkommen wieder zur neuen Abendandacht aus der Kirche St. Joachim in Freital. Schön, dass Sie den Kanal wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen das Video heute gefällt, denken Sie wie immer daran, an den Daumen nach oben, dass Sie den anklicken. Ob jetzt gleich zu Beginn, das wäre auch ganz nett, oder erst zum Ende hin, das bleibt Ihnen natürlich überlassen. Wenn Sie den Kanal nicht schon abonniert haben, dann tun Sie es einfach bitte jetzt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie den Kanal weiter an Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen, wen auch immer, damit auch andere vielleicht noch in den Genuss dieser Abendandacht oder auch der anderen Reihe der Bekenntnisse kommen können. Jetzt erstmal viel Freude bei der heutigen Abendandacht. Nach dem Evangelium und ein paar Gedanken dazu wieder der liebevolle Rückblick auf den Tag. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Wir hören jeden Tag in den Nachrichten von irgendwelchen Personen oder Ereignissen. Manches ist uns klar, bei vielen wissen wir aber nicht, was wir davon halten sollen. Gerade in der heutigen Zeit des Internet gibt es so viele Möglichkeiten, Nachrichten zu produzieren, Bilder und sogar Videos, naja, auch zu fälschen, dass man nie ganz sicher sein kann, ob das, was wir lesen oder sehen, Tatsache ist oder eine Falschnachricht. Vielleicht in gutem Glauben verbreitet, aber eben doch falsch. Herodes hört von Jesus, von allem, was durch Jesus geschah. Er konnte sich nicht vorstellen, was die Leute sagten, dass Johannes, Elia oder einer der anderen Propheten auferstanden sei, zumal er selbst Johannes hat enthaupten lassen, wenngleich nicht aus ganz eigenem Antrieb. Das Evangelium gibt uns hier heute aber einen ganz wichtigen Anstoß. Herodes fragt sich, wer dieser Mann ist, von dem man solche Dinge erzählt. Und er hatte den Wunsch, diesen Mann einmal zu sehen. Herodes möchte Jesus leibhaftig, persönlich sehen und sprechen. Vielleicht denkt sich Herodes, dass Jesus ein Wunder vor ihm vollbringt oder dass er so erkennen kann, was das Besondere an Jesus ist. Viel wichtiger für uns heute ist aber, Herodes lässt sich nicht vom Hörensagen beeinflussen. Er lässt sich nicht auf Gerüchte ein. Er geht keiner Verschwörungstheorie auf den Leim. Er will die Person selbst kennenlernen, von der er so viele wundersame Dinge gehört hat. Er will sich einen eigenen Eindruck verschaffen und seine eigene Meinung bilden. Erstaunlich, dass die Art und Weise, in der wir in den Medien heutzutage Informationen erhalten, schon von den Evangelisten vor 2000 Jahren, naja, im gewissen Sinne vorausgesehen wurde. Heute nennen wir es Fake News, so vor etlichen Jahren nannte man es eine Ente. Herodes möchte sich eine eigene Meinung bilden. Vielleicht können wir sogar von ihm lernen, uns nicht auf das Hörensagen zu verlassen, nicht gleich jeder Verschwörungstheorie nachzurennen, sondern uns eine eigene Meinung zu bilden. Musik.
liebevoller Rückblick auf den Tag. Machen Sie es sich wieder ganz bequem im Sitzen, im Liegen, wo immer Sie jetzt sind, ein bequemer Ort, ein ruhiger Ort vielleicht. Setzen Sie sich locker, entspannt hin. Versuchen Sie, die Muskeln zu lösen, loszulassen, was Sie heute vielleicht belastet hat. Schließen Sie Ihre Augen, wenn Sie mögen, und achten Sie auf Ihren Atem. Atmen Sie ganz natürlich aus und ein. Der Atem geht von ganz alleine, ganz automatisch. Sie brauchen hier nichts zu beeinflussen, nichts zu verändern. Und versuchen Sie, bei jedem Ausatmen sich ein klein wenig mehr zu lockern. Fragen Sie sich, wie geht es mir gerade? Ich versuche, mich ganz auf Jesus, auf Gott hin auszurichten. Ich denke liebevoll an ihn, der mich heute durch den ganzen Tag begleitet hat. Ich gehe gedanklich durch meinen Tag. Wie bin ich aufgewacht? Wie war der Tagesbeginn? Was habe ich heute erlebt? Was hat mich gefreut? Was hat mich verunsichert? Wo habe ich mich geärgert? Was hat mich beruhigt? Was hat mich geängstigt? Was hat mich ermutigt? Wurde mir heute ein Gerücht erzählt?
Habe ich das weitergegeben? Habe ich mir heute vorschnell eine Meinung gebildet, ohne mich genauer zu informieren? Wofür möchte ich danken? Worum oder für wen möchte ich bitten? Gott, gib mir Kraft und Mut für den nächsten Tag. Bleib bei mir. Ein Gebet zum Abschluss. Jesus, deine Liebe und Barmherzigkeit finden wir nicht nur in deinen Taten und deinen Reden. Du gibst uns auch praktische Hinweise für unseren Alltag. Zeig uns im Heiligen Geist, dass die Liebe auch darin besteht, nicht falschen Informationen zu folgen oder Gerüchte weiterzugeben. Lass uns in Liebe kritische Fragen stellen und Menschen, die in schlechtes Licht gerückt werden, durch persönlichen Kontakt besser kennenlernen. Amen. Wenn Sie noch etwas Zeit haben, dann bleiben Sie noch ein wenig in der hoffentlich bequemen Lage, in der Sie sich jetzt gerade befinden. Und gehen Sie nochmal in Gedanken Ihren Tag und die letzten Tage durch. Lassen Sie die ganzen Ereignisse, Situationen, Begebenheiten, Begegnungen vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren. Und versuchen Sie all das, was vielleicht belastend war, in Gottes Hände zu legen. Und all das, was Sie auch gefreut hat, und sei es noch so klein, auch in Gottes liebende Hände zu legen. Gott weiß schon, was wir gesehen und erlebt haben. Gott weiß, was wir denken oder fühlen. Trotzdem ist es für ihn und schlussendlich für uns sehr angenehm, all das auch noch einmal bewusst zu durchdenken, bewusst auszusprechen und sei es stumm, in Richtung eines Menschen, der uns liebt. Es darf natürlich eben auch ein Mensch sein, aber eben auch in Richtung Gott, der uns noch viel mehr liebt als jeder Mensch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht. Gottes guter Geist begleite Sie in dieser Nacht.